Patrioten, liebe Gäste, bis Neuseeland, habe ich gehört. Ich möchte mich herzlich für die Einladung bedanken, hier in dieser wunderschönen Gegend. Da kommt man, wie Sie sehen, als Wieler sehr gern. Vielleicht, auch wenn man die Wieler 4 anschaut und sieht, dass dort die Neuhymne nicht mehr gesungen wird, es hat schon auffällig viel Wieler in Zuzwil gehabt, der 4, heute Nachmittag. Wir haben heute Nachmittag den Gemeindepräsidenten von Zuzwil auch kurz gehört, und das ist ja ein alter Zwiller. Er ist hier aufgewachsen, ist Präsident vom Turnverein im Vorwil, und er lässt euch alle herzlich grüßen. Er verbringt den Abend mit der Familie, kommt aber sonst gerne wieder mal hier hin. Und ich möchte auch noch Gott quasi eine Einladung mitbringen, neben dem Gruß von ihm. Ich habe nämlich letzte die Lehrlinge von der Maestrani durchs Bundeshaus geführt. Und seither, es lässt mich nicht mehr los, die verdammte Schocke habe ich so gerne bekommen. Sie liegt sogar schon bei der Nationalratspräsidentin auf dem Pult, ist Flavil vertreten. Und neben der Maestrani würde ich sagen, hat es der Verkehrsverein und der Männerchor verdient, Führung im Bundeshaus und ein Apero. Da werdet ihr herzlich eingeladen. Und wäre ich fast beim Recherchieren auf die heutige Rede muss mit einladen, ist der Turnverein Flavil. Die haben nämlich zur 150 Jahre Feier einen Ausflug auf Bern gemacht, schreiben sie, sagen, vor verschlossenen Türen gestanden beim Bundeshaus und gehen als Höhepunkt der Bernreise den Seilpark Del Hölzli an. Also wenn Leute vom Turnverein da sind und auch mitkommen, sind ihr herzlich willkommen. Ich habe gesehen, es ist ein erfolgreicher Turnverein. Aber kommen wir zum Thema 1. August. Kommen wir zum Thema Nationalviertig. Da habe ich schon Grüße bekommen von Ihrer Seite. Das letzte Mal, als da jemand geredet hat, war der Christoph Mörgeli da gewesen. Und man soll dann vielleicht nicht zu viel politisieren an so einer 1. August-Feier. Ich kann Sie beruhigen. Ich will da nicht irgendeine politische Rede halten oder überzeugen für ein Parteibuch. Im Gegenteil, am 1. August, da ist keiner in der SP und auch keiner in der SVP. Am 1. August, da gibt es keine FDP und keine CVP. Am 1. August sind wir alle zusammen, Schweizerinnen und Schweizer. Weil die Idee von unserem grossartigen Land, wo alle vereinen kann, die ist viel stärker als das Parteiprogramm von jeder Partei. Und das feiern wir heute am 1. August, und darum möchte ich heute nicht darüber reden, was die Leute auseinanderbringt, sondern ich möchte vor allem darüber reden, was die Leute zusammenbringt, was die Leute vereint in diesem Land seit 725 Jahren und noch einiges länger. Es hat viel zu tun mit dem 1. August. Wenn Sie schauen, 1291, der Bundesbrief, wir wollen Sie ein einiges Volk von Brüdern und uns treu sein in schwierigen Zeiten. Was gibt es Schöneres, als Kräftigeres, als so eine Gemeinsamkeit, wo die Schweizerinnen und Schweizer, man muss sagen, die Durchschweizer zusammengestanden sind und gesagt haben, ja, wir wollen gemeinsam etwas erreichen, gemeinsam uns auch schützen vor fremder Mächte, vor Diktatoren und was auch immer. Und 700 Jahre später, oder 600 Jahre später, nämlich 1891, da war die Schweiz ziemlich zerrissen gewesen. Man war so ein bisschen in der Vorphase des Ersten Weltkriegs gewesen. In der Westschweiz haben viele sympathisiert mit den Franzosen. In der Deutschschweiz hat man sympathisiert mit den Deutschen, mit den Österreichern. Es gibt wunderschön dokumentierte Geschichten, wo sich die Rekruten und Soldaten in der Schweizer Kaserne die Welschen gegen die Deutschschweizer Tieren einschlägt, weil sie sich nicht einig sind, was man dort in diesem Konflikt für eine Haltung einnehmen soll. Und da ist der Bundesrat gekommen und hat gesagt, wir brauchen einen Tag, wo wir die Einheit feiern von unserem Land, wo wir sagen, wir sind zusammen ein Land, wir gehen weder mit den Deutschen noch mit den Franzosen, sondern wir sind neutral und wollen so auch unabhängig bleiben. Und der Tag ist bis heute ein Erfolg, und der Tag ist bis heute auch wichtig, dass wir eben dieser Unabhängigkeit und dieser Eigenständigkeit
von Gedanken. Es ist dann kurz darauf oben noch verreckter geworden. Während dem Ersten Weltkrieg hat es also offen Parteien gegeben, die gesagt haben, wir wollen jetzt nicht mehr mit der Schweiz, sondern wir wollen mit der einen oder mit der anderen etwas machen. Und es war der Karl Spitaler, später Literaturnobelpreisträger. Der hat eine Rede gehalten 1914 in Zürich, wo er gesagt hat, also aus grosser Besorgnis, ob unser Land zusammengegeben werde, ihr müsst das Raus und das Salz als Grundsatz von der Schweiz nehmen, ihr müsst Neutralität einprägen. Und er hat mit dem eindringlichen Aufruf für den richtig neutralen Schweizer Standpunkt einzustehen geendet. Neutralität ist also nicht nur die Idee, dass die Schweiz gegen aussen neutral ist und dafür kann verhandeln, vermitteln. Es ist vor allem eine Idee, damit wir im Land innen nicht zerstritten und zerrissen sind, weil die einen im Konflikt für die einen und die anderen für die anderen sympathisieren. Und ich habe immer gestaunt, wie ruhig dass es in der Schweiz geblieben ist, auch wenn wir 400-500'000 Leute mit Bezug haben zu Kriegsregionen und die haben darauf verzichtet, um hier in der Schweiz sich zu bekämpfen. Nachher, im Zweiten Weltkrieg, war es mehr ein Zerwürfnis zwischen der Landbevölkerung und der Stadtbevölkerung. Auch das ein wichtiges Thema in der Schweiz und ich möchte hier den Minger zitieren. Er hat 1940, kurz nachdem er aus dem Bundesrat austreten ist, vom Schweizerischen Trachtenverein einen Rede gehalten auf dem Rütli und hat dann gesagt, nachdem er natürlich die Stadtbevölkerung gerüffelt hat, sie sagen viel zu wenig auf die Anbauschlacht vorbereitet, im Gegensatz zu ihnen, hat er aber gleich gesagt, wir müssen zusammenhalten. Warum verstehen wir uns alle in der Schweiz so gut? Weil der Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit in unserem Ländchen von Alters her unendlich viel stärker war als alle Gegensätze von Sprache, Rasse und Religion. Und in diese Thematik hier fällt auch die Schweizer Hymne vom Alberich Zwissig 1841. Ist die geschrieben worden, sie ist eher später eingesetzt worden, aber es ist auch in der damaligen Zeit im Interesse und die Einheit und das Gemeinsame in der Schweiz, das Verbindende, geschrieben worden. Und ich möchte hier aufrufen, die heute besonders laut singen. Ich bin nicht sicher, ich hoffe es zwar nicht, aber ob man die das nächste Jahr noch offiziell oder nur noch inoffiziell singt. Tiefer Sinn von dieser Schweizer Neutralität, der ist aktueller denn je. Mein Vorredner hat es angetönt. Kriegerische Welt, viele Auseinandersetzungen, viele Unsicherheiten. Und Neutralität ist das eigentliche Friedenskonzept. Neutralität hat der Bundesrat Petitpierre schön herausgestrichen, ist mit allen Völkern in Frieden leben und allen Versuchen zur Förderung ihres friedlichen Zusammenlebens zu verhelfen. Ein weiterer Punkt, wo ich viel darauf angesprochen wird, wo die Ostschweizer manchmal nicht so Verständnis haben, ist, wenn ich irgendwo in der Westschweiz, jetzt mit Downs, muss ich viel auch zu den Westschweizer Sektionen, dann fragen sie immer als erstes, stimmt das? Lernen die zum Gallen in der Schule kein Französisch mehr? Das stimmt natürlich nicht. Aber wenn du willst, dass das Land einigermaßen zusammengehalten wird, und darum hat man damals auch das Welschjahr eingeführt, darum hat man damals die Austausch Deutschschweiz-Westschweiz eingeführt, man hat die welschen Soldaten in Deutschschweiz genommen, Deutschschweizer in Westschweiz. Heute sind die Jungen irgendwo in New York oder London im Austausch, das ist auch gut, das ist auch wichtig, aber man darf dabei nicht vergessen, dass die Schweiz ein vielsprachiges Land ist und die Schweizer sich auch noch sollten verstehen und miteinander diskutieren können. Ich habe manchmal das Gefühl, heute interessiert nicht mal mehr der Röstigraben, sondern jeder geht einfach ein bisschen seinen Weg und versucht möglichst viel aus Bern rauszuholen. Der letzte Punkt, den ich sage, der ist verbindend. Das ist die direkte Demokratie, auch das hat im Vorredner angesprochen. Das ist die Möglichkeit, dass alle Bürgerinnen und alle Bürger, auch kleine Gruppen, können am Prozess in der Politik teilnehmen, sich zu Wort melden, sich einbringen und nicht einfach von oben runter diktiert wird.
Und ich finde es besonders eindrücklich, wie lange wir die direkte Demokratie in der Schweiz schon haben. Die geht schon weit vor 1291 die Ursprünge zurück. Die helvetischen Stammesorganisationen, die sind demokratisch gewesen. Jeder hat eine Stimme gehabt, ab 14. Und wenn sie in die Öffnung von der Burgau oder von der Faville gehen, dann sehen sie dort, dass bereits vor 500 Jahren alle über 14 Jahre alten Dorfbewohner dreimal jährlich an einer sogenannten Gerichtsverhandlung haben müssen teilnehmen und dort im Ring vom Gericht miteinander diskutiert haben über die Herrschafts- und Rechtsverhältnisse, über Gericht, Steuern, Abgaben, über Käufe, Verkäufe, Verträge, über Äcker, Längen von Kleidern und Schnäbel an den Schuhen, wann man hat dürfen Karten spielen und ob man hat dürfen rauchen. Es sind ähnliche Themen, die uns in Bern heute auch beschäftigen. Und es sind vor allem auch viele freiwillige Vereinbarungen gewesen, zwischen den Dorfbewohnern und den Herren. Wo die Flawiller gefunden haben, jetzt wird es viel mit den Gesetzen und es gibt viele Auflagen. Dann haben sie verhandelt und haben den Junker Rudolf Giel bis vor das Schiedsgericht gebracht und haben 18 Bestimmungen weggebracht, die ihnen aufgezwungen worden sind. Ich kann nicht, sonst rede ich zu lang, gross darauf eingehen, aber das eine haben sie dort schon gehabt, Söldnerverbot. Es soll niemand in keinem Krieg gehen, noch reiten, weder zu Herren, Städten noch Ländern, außer der Eidgenossenschaft, ohne Erlaubnis. Und vielleicht fast lustiger, sie haben ein Verbot gehabt, dass man ohne richterliche Befugnis niemandem, der gerade am Trinken ist, darf ich helfen. Das heisst, man lässt ihn trinken. Ich weiss nicht, ob es im Magdenauer Weiher mal jemand vertrunken ist oder wo sonst man da könnte vertrinken. Und man hat für das Hängen der Wäsche auf dem Friedhof Todesstrafe gehabt. Es hat nachher ein 200 im Jahr 1696 ein 279-seitiges Reglement gegeben über das Badewesen, insbesondere über Schinsnachbad, wo auch hier in der Ostschweiz unterzeichnet worden ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass damals jemand auf Schinsnachbad ist geworden. Und ganz lustig ist das Reglement über das Tabakrauchen. Man hat 1675 zuerst mal Schnupfen, Kauen und Rauchen von Tabak verboten. Hat 1693 ein zweites Mal verboten, hat 1697 ein drittes Mal verboten und hat nachher geschrieben, das Gesetz wird ignoriert, das Verbot der Einfuhr von fremdem Tabak muss wiederholt werden zum vierten Mal, die Strafen werden drastisch erhöht und hat dann 1723 erneut ein Verbot von Tabak beschlossen. Ich glaube, wenn man sieht, wie viele Menschen heute noch Tabak geniessen, haben sie sich da bis heute nicht können durchsetzen. Vielleicht auch noch spannend, Magdenau, bevor ich daran vorbeigefahren, auch dort sind die besten Gesetze erhalten. Ich bin eigentlich nur jetzt wegen dieser Rede draufgestossen, aber seitenweise Gesetz aus dem 14., 15. Jahrhundert, wo beschrieben ist, wie die Bauern mit dem Kloster geregelt haben, wer muss wie viel abgeben, was müssen sie liefern. Und offenbar hat es dort schon so nicht gegeben, die nicht so gern, zu Recht nicht so gern alles abgegeben haben. Und darum hat das Kloster dann geschrieben, weder Hagel noch Wind noch Unwetter können die Bauern davon entbinden, um das müssen liefern. Wie sie das geregelt haben, ohne Versicherungen, weiss ich nicht, aber das ist so im Vertrag gestanden. Was habe ich mit dem Exkurs über die Gesetze und über Mitspracherecht sagen? Ich wollte damit sagen, dass die Schweiz, und da sind wir wahrscheinlich wirklich weltweit fast einmalig. Die Schweiz ist nicht von oben nach oben entstanden. Wir haben nie so starke Herrscher, Könige, Kaiser gehabt, die einfach über die Leute hinweg alles diktiert bestimmt haben, sondern die Schweiz ist gewachsen von unten nach oben. Sie ist gewachsen von den kleinen, verschiedenen, dezentralen Einheiten, wo die Bürger sich zusammengetan haben und gemeinsam Lösungen gesucht haben. Auch das, Sie sehen es, das ist gemeinsam verbindet und nicht gegeneinander im Streit. Und das Element hat uns ganz viel Vorteil gebracht. Und ich glaube, wenn man heute auf Brüssel schaut, dort ist genau das Problem. Es ist keiner mehr für nichts verantwortlich
Es ist nichts mehr strukturiert. Irgendeiner weit, weit weg entscheidet nachher auch für ein Dorf oder für einen Dorfteil, wie hier, wo wir jetzt sind. Und bei uns kann jeder Dorfteil, jedes Dorf, jeder Kanton, auch jeder Bürger sich einbringen, mitreden. Und wir haben am Schluss klare Verantwortlichkeiten, wer ist zuständig. Und wir haben am Schluss auch bürgerfreundlichere und bürgernähere Lösungen. Das einfach der vierte Punkt, den die Schweiz verbinden und zusammenheben. Ich würde zum Schluss ein bisschen sagen, wieso, oder fragen, in die Runde werfen, wieso gibt es Leute, die den 1291er bestritten, historische Professoren, die sagen, das hat es gar nicht gegeben, das ist alles ein Mythos, weil es genau so ein starkes Zeichen ist für ein Symbol, für den Erfolg von der Schweiz, für die Freiheit, für die Unabhängigkeit, für die Bürgerrechte. Und die werden heute von diesen Historikern, meistens ist nur ein Beispiel, in Frage gestellt. Man ist so weit gegangen, dass man den Bundesbrief der ETH Zürich gebracht hat, den Naturwissenschaftler, und gesagt hat, prüfen mal nach, ist der wirklich echt? Und die haben 2 Jahre lang geforscht und sind zum Schluss gekommen, er ist echt. Sie schreiben in dem Bericht, mit der Carbon-Methode können wir es ganz genau sagen. Das Pergament des Bundesbriefes stammt aus dem letzten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts und die noch vorhandenen Siegel von Uri und Unterwalden sind zu 100% echt. Und nachher, am 15. November 1315, Schlacht am Morgarten, der erste kriegerische Erfolg, wo die Schweiz konnte quasi ihr Land verteidigen. Ich war dort auch mal auf einer Führung und dann hat der Führer gesagt, das ist alles ein Mythos, hat es gar nie gegeben. Aber es gibt kaum ein anderes Ereignis aus der damaligen Zeit, das besser dokumentiert ist, schriftlich. Man hat umfangreiche Waffenfunde gehabt, die ein Schlachtgelände bezeugt haben und man hat die Habsburger können in die Flucht schlagen. Es ist eine urwüchsige Symbolkraft von den Gründerjahren von unserer Leitgenossenschaft. Und es ist das, was uns stark macht, das Miteinander. Land, Stadt, alt-jung. Ich bin heute Morgen früh bei meiner 96-jährigen Großmutter in Estlicken im Altersheim. Und ich kann auch da sagen, es gibt nichts Spannenderes als diskutieren mit jemandem, der gelebt hat ohne Internet, der gelebt hat ohne Strom, mit der Holzheizung, der 2 Weltkriege miterlebt hat. Und ich kann da nur die Jungen aufrufen, gehen die Alten löchern. Weil sie erzählen von sich aus nicht mehr so viel, weil sie das Gefühl haben, dass sie sich veraltet. Und den Alten kann ich sagen, können da erzählen. Das lernt man heute nicht mehr in den Schulen und nicht mehr in den Geschichtsbüchern, sondern das lernt man am besten noch in diesen Gesprächen. Und das verbindet wieder Generationen in der Schweiz. Es verbindet Landesteile, es verbindet Arm und Reich, Jung und Alt. Und das macht am Schluss die Schweiz stark als Vaterland, als Eidgenossenschaft in Freiheit, Frieden und Unabhängigkeit. Und ich danke allen Ihnen, dass Sie sich für das Land einsetzen. Und das macht jeder von Ihnen. Sei es im Militär, sei es mit der Familie, mit den Kindern, sei es mit Ihrer amtlichen Arbeit in der Gemeinde, sei es mit dem Job, in der Arbeit oder wie auch immer. Das ist wichtig. Es ist auch wichtig, dass man ein intaktes Vereins- und Behördenleben hat in jeder Gemeinde, weil dann sind wir weiterhin lebenswert, attraktiv und werden wahrscheinlich auf der ganzen Welt von sehr vielen Leuten beneiden um unsere Vorteile und um unser politisches System, das uns stärker macht und auch die Zukunft können meistern können. Dann können wir in 725 Jahren, wir vielleicht nicht, aber unsere Nachkommen, und dann noch hier friedlich den Geburtstag von der Schweiz feiern. In dem Sinne, eine schöne Feier, einen schönen Geburtstag von der Schweiz. Vielen Dank für die Einladung und geniessen Sie es. Merci.